sagte der Bär. Wie lange bleiben Sie denn noch hier? Ach, nur ein paar Piputen. Piputen? Ja, Piputen. Wenn ich Piputen sage, versteht jeder, dass ich Minuten meine. Ich hoffte, dass er bald gehen würde. Ich hatte noch eine wichtige Verabredung im Wald. Ja, hallo, hier Tante Gans. Wer spricht dort bitte? Bär. Hier spricht der kleine Bär. Der kleine Tiger ist krank, aber ich mach ihn gesund. Oh, na dann komm ich sofort vorbei. Das Licht leuchtet durch ihn hindurch und vorne bin ich. Schaue durch ihn hindurch und sehe, was ihm fehlt. Wenn ich die anderen Zwerge beeindrucken will, muss ich merkwürdige Wörter benutzen. Wörter, die sie nicht verstehen. Das macht Eindruck. Dirk, auf mich machst du überhaupt keinen Eindruck, ja? Und du hältst die Leute von der Arbeit ab. Ah, okay. Da erinnerten Sie sich, wie Frederik von Sonnenstrahlen und Farben, ja und Wörtern gesprochen hatte. Frederik, was machen deine Vorräte? Oh ja, ja, meine Vorräte. Jungs und Mädels, guten Appetit. Guten Appetit. Thank you.